Ich bin Susanne Rosa. Mein Name ist Martina Staub und zusammen sind wir Diiis Designstudio. Studiert habe ich in Aarau Industrial Design und Susanne in Luzern Objektdesign. RoLWC hat uns unterstützt in der Entwicklung des Prototyp Woody. Das ist ein Beistelltisch, den wir dieses Jahr an der Möbelmesse in Mailand gezeigt haben. Unser Plan ist, im Moment eine nächste Möbelkollektion auf die Beine zu stellen, wo wir in Stockholm an der Möbelmesse internationale Hersteller suchen wollen, die das dann produzieren. Wir arbeiten gerne mit vielen Materialien. Uns ist es wichtig, viel auszuprobieren. Und darum ist es auch so bei den Prototypen, dass man wirklich mit Papier, Karton oder dann halt auch mit Leder und so weiter arbeiten. Meistens gibt auch die Form auf eine Art Material vor, was ist möglich in der Technik, wie kann man so etwas umsetzen. Bei der Entwicklung von Sedo, unserer Schmuckdose, haben wir angefangen mit Papiermodellen, sind dann aber relativ schnell ins Leder übergegangen. Und schlussendlich ist aber aus dieser Idee von einer Form, die man gut heben kann für eine Schmuckdose, die dann hinten dran der Spiegel platziert ist, eigentlich ein Holzobjekt entstanden. Und das hat dann die Formen eigentlich aus diesen Experimenten gegeben. Unsere Objekte, die haben sehr oft etwas Spielerisches an sich. Das heisst, wenn wir experimentieren mit einem Material, dann nehmen wir das auch immer in die Hand. Und unser Ziel ist auch, dass der Konsument dann nachher unsere Objekte gerne hat und die in die Hand nimmt, die auch anlenkt. Und damit das auch ein Erlebnis gibt. Für den Konsumenten. Genau. Ja.